um nichts zu verpassen, halt so, ne? Und nebenbei noch zu duellieren, wird ein bisschen schwierig halt für mich, so, ne? Den Überblick zu behalten, deswegen. Passt aber, passt, alles gut. Wer möchte sich duellieren? Da sieht man jetzt, sieht meine Hand ja ein bisschen anders aus, auf jeden Fall, ne? Habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe jede drei, wo aus dem Pack dreimal öfter müssen. Also meinst du Kranken oder? Level. Warte mal, wir kommen auf Level 10 hoch. Jetzt, wie viel brauchst du? 2 Sekunden. Das war so lieber, ne? Ey, ich muss jetzt unbedingt wählen, oder was? Ach, scheiße. Ich habe ein Monster-Level. Ja, 6 geht nicht. Okay, gut. Was machen wir dann nur? Bin Lück, wenn ich gewonnen habe, schreibe ich dann. Ja, danke. Alles da, ich schreib dich an dann. Wenn du gewonnen hast. Joan, merk dir die Karte, die ist geil. Die ich jetzt gerade gespielt habe. Kennst du die Karte? Synchrozone. Dann könnte ich nur die Gegner angreifen, die ein Synchromonster haben. Fusion zum Beispiel und sowas kann dich nicht angreifen. Also die kann nur Synchromonster angreifen halt, ne? Also keine Fusion oder Xyz-Monster, irgend sowas. Es sei denn, irgendeine Karte zerstört dann die Karte, ne? Deine Feinkarte, aber solange sie offen liegt, kann die niemand was an. Die ist richtig geil. Die befindet sich, glaube ich, auch in den neuen Packs drin. Oder kannst du auch sogar craften, ne? Ist doch nur N. Hoppelrohr. Die ist richtig geil, Mann. Und vor allem... Hä? Komisch. Die Karte ist hier N. Also keine UR oder sowas.
ich habe Kacke gemacht, ich habe gedacht, ich kann was Gutes machen gerade, aber ging leider nicht. Ah, hör bloß auf. So geht's mir auch immer öfteren, ne? Aber auch Leute, die halt schon auch ziemlich lange das Game spielen, ne? Auch die machen mal Fehler, ne? Nicht nur die neuen Dinge, wie wir zum Beispiel. Ah, hätte ich mal lieber eine andere Resonator geholt, ne? Angucke, genau, und guck mal, wie lange er schon spielt, ne? Seit dem ersten Tag. Also das passiert jedem halt, ne? Auch sogar den Profis. Aber mal ehrlich, ne? Wenn man das Spiel mal so ein Real spielt, so, ne? Ist das schon ein bisschen krasser auf jeden Fall, ne? Da muss er schon wirklich alle Effekte mal so im Kopf behalten, so, ne? Weil hier wird ja alles so vorgezeigt quasi, ne? Also im Real Life ist das schon brutaler, würde ich sagen. Wir können gegeneinander gleich kämpfen, Jason. Live schon mal auch alle. Ach was. Da gibt's doch jemanden, der mal so aufpasst, oder nicht? Da gibt's doch diese komischen Schiris da, die mal, glaube ich, zwei Leute mal, die da vor einem sitzen, ne? Ich habe ja schon mal solche Real Life Duelle mal gesehen auf YouTube, ne? Bin mal gespannt, dieses Jahr findet doch hier das Dreamhack statt wieder. Hannover, vielleicht habt ihr schon mal gehört. Ist ja so eine Community-Treff, so ein LAN-Treff halt so, ne? Und da gibt es hier auch Leute mal so, die auch so Karten spielen hier. Letztes Mal war es so zum Beispiel, da kennt ihr doch dieses, wie heißt nochmal, YouTuber. Hier, wie heißt denn der Blatt hier, mit irgendwas im Blatt hieß er. Prince of Blood, oder wie heißt der nochmal hier? Ihr wisst, wen ich meine, der mit der Brille. Boah. Blut auf. Da gibt es noch diesen YouTuber. Der war auf jeden Fall auch da mit seiner ganzen Kolonie. Und der hat da auf jeden Fall links gespielt, ne? Yugi hat da gespielt, Yu-Gi-Oh-Karten. Oder Yugi oder Pokémon da gespielt auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht raus, mein Lieber. Also craftet ihr auf jeden Fall die Karte, diese Synchrozone ist richtig geil, Mann.